Eine Geburt kann eine stressige und unvergessliche Zeit sein, egal um welche Spezies es sich handelt. Als eine Katze jedoch nicht nur ein, sondern gleich 7 Kätzchen zur Welt brachte, war sie mehr als nur ein wenig überfordert. Aber gerade als es hoffnungslos aussah, tat der Hund etwas, das alle überraschte. Die Geschichte beginnt in Louisiana mit den beiden Freundinnen Colette und Monica. Colette würde bald das Land verlassen, um der Marine beizutreten. Allerdings gab es einen Haken. Colette hatte 2 Katzen namens Gail und Terra. Sie wollte sie nicht wieder in ein Heim geben, aber es gab keine Möglichkeit, die Katzen mitzunehmen. An dieser Stelle zeigte Monica, was für eine wahre Freundin sie war, und sprang ein. Sie bot an, sich um die Katzen zu kümmern und sie bei sich aufzunehmen, solange Colette weg war. Die Frau war begeistert, dass ihre Katzen ein sicheres Zuhause bei jemandem haben würden, dem sie ihr Leben anvertraute. Sie wusste, dass Monica ihre Katzen mit all der Liebe und Aufmerksamkeit versorgen würden, die sie brauchten. Colette ging also zur Marine und die beiden Katzen zogen ein. Anfangs waren sie nervös, weil sie die neue Umgebung nicht kannten, aber sie fühlten sich bald wie zu Hause. Sie liebten es, auf allen Möbeln herumzuklettern und neue Plätze zum Verstecken und Spielen zu entdecken. Allerdings gab es ein Problem. Monica hatte einen Hund namens Archer. Zwar verstand sich dieser durchaus mit Katzen, doch den neuen Mitbewohnern, die noch nie mit einem Hund zusammengelebt hatten, war er nicht ganz geheuer. Dennoch lebten sich die beiden Katzen in Monikas Haus ein und schienen glücklich und gesund zu sein. Sie gewöhnten sich an die Routine und nach einem Monat war es, als wären die Katzen schon immer Teil von Monikas Haushalt gewesen. Aber es dauerte nicht lange, bis Monica anfing, etwas Seltsames an einer Katze zu bemerken. Terra wirkte aufgebläht und ihr Bauch wurde immer größer. Monica fand das äußerst merkwürdig, denn sie fütterte beide Katzen mit der gleichen Menge an Futter und Gail war so schlank wie immer. Da sonst alles in Ordnung mit der Katze war und sie glücklich und zufrieden wirkte, entschied sich Terra dagegen, zu einem Tierarzt zu gehen. Sie glaubte, dass Terra einfach nur leicht an Gewicht zunahm und eine übergewichtige Katze war. Doch als ihr Bauch mit der Zeit immer größer und größer wurde, entschied sie doch, zu einem Tierarzt zu gehen. Dieser enthüllte schnell, dass Terra trächtig war. Monica freute sich, aber gleichzeitig fühlte sie sich auch etwas überfordert. Denn solch eine Situation hatte sie zuvor noch nie erlebt. Zu Hause recherchierte die Frau viel über das Thema und versuchte, sich so gut wie möglich auf den Moment der Geburt vorzubereiten. Wenige Wochen später hörte Monica ein Miauen aus dem Nebenzimmer. Die Katzen gingen oft dorthin, um zu schlafen, denn das Zimmer war warm und abgelegen. Nicht selten miauten sie sich auch gegenseitig an, aber nicht um diese Zeit am Morgen. Monica erhob sich aus dem Bett und machte sich auf den Weg in Richtung des Getöses. Als sie die Tür aufstieß und einen Blick hineinwarf, konnte sie ihren Augen nicht trauen. Terra war am Gebären. Sie miaute unaufhörlich und machte auf sich aufmerksam. Gail schlich durch den Raum, scheinbar verzweifelt über die ganze Aufregung. Und Archer, der Hund, steckte seinen Kopf durch die Tür und versuchte, einen Blick auf das Geschehen zu erhaschen. Sofort trat Monica in Aktion und streichelte Terras Kopf und half, die Kätzchen sauber zu machen. Terra hatte bisher 2 kleine Kätzchen zur Welt gebracht, aber sie war noch lange nicht fertig. Im Laufe der Zeit kamen immer mehr Kätzchen, bis ihr Wurf 7 an der Zahl war. Als klar war, dass sie fertig war, begann Terra, sich um ihre Babys zu kümmern. Monica brachte der Katze etwas zu essen und zu trinken, was sie dankbar annahm, während sich die Kätzchen an sie klammerten und zu saugen begannen. 2 aus dem Wurf waren rothaarige Kater und Monica nannte sie Fred und George, da sie ein großer Fan von Harry Potter war und die rothaarigen Weasley-Zwillinge liebte. Es gab 2 weitere Kater, die sie Tesla und Schrödinger nannte. Die letzten 3 Kätzchen waren Weibchen und erhielten die Namen Duchess, Honey Boo Boo und Minerva, ebenfalls inspiriert aus der Harry Potter-Reihe. Monica war glücklich, dass Tara und sie die Geburt so gut gemeistert hatten. Doch sie konnte nicht ahnen, was sie später noch erleben würde. Während Archer die Neuankömmlinge zunächst ignorierte, begann er mit der Zeit, sich etwas mehr für sie zu interessieren. Er ging zu ihnen hin und schnupperte an ihnen, als wollte er herausfinden, was die winzigen Flauschbällchen waren und was sie in seinem Haus zu suchen hatten. Terra tolerierte Archies Neugierde bis zu einem gewissen Grad. Monica war allerdings jederzeit bereit einzugreifen, falls er ihnen gefährlich werden würde. Doch dazu kam es nie. Es war, als wollte er sich um die kleinen Kätzchen kümmern. Aber Monica hielt nichts davon. Nicht, solange die Kätzchen noch so jung und verletzlich waren. Doch eines Tages beschloss die Frau, Terra in einen anderen Raum zu bringen und Archer ohne das Eingreifen der Mutter mit den heranwachsenden Kätzchen spielen zu lassen. Dieses Experiment hätte katastrophal schiefgehen können. Aber Monica war überzeugt, dass Archer sanft und liebevoll sein würde. Sie filmte die gesamte Interaktion, um sie mit ihren Followern auf Social Media zu teilen. Als Archer sich näherte, schien die Lage angespannt. Doch was dann geschah, brachte nicht nur Monikas Herz zum Schmelzen, sondern auch die Herzen der vielen Online-Follower. Archer leckte alle Kätzchen der Reihe nach ab. Er putzte sie liebevoll und kümmerte sich um sie, als wären sie seine eigenen Welpen. Er beschnupperte sie und die verspielten Kätzchen schienen die Aufmerksamkeit des Hundes zu lieben.
Schließlich kam Tara zurück ins Zimmer. Monica war besorgt, dass die Katze in Panik geraten und sich heftig auf Archer stürzen würde. Aber sie schien ihn kaum zu beachten. Es war ein seltsamer Sinneswandel der Katzenmutter, aber ein willkommener. Sie rollte sich neben ihren Kätzchen zusammen, während Archer sie weiter ableckte. Von diesem Zeitpunkt an wurde Archer fast wie ein Vater für die Kätzchen. Er spielte mit ihnen und liebte es, Zeit mit ihnen zu verbringen. Auch Tara schien dieses Arrangement zu gefallen, da die Kätzchen sie nicht mehr ärgerten, während sie versuchte, ihr dringend benötigtes Nickerchen zu halten. Mutter von 7 Kätzchen zu sein, ist nicht einfach. Und Tara, die zum ersten Mal Mutter wurde, hätte es vielleicht schwerer gehabt, wenn der freundliche und liebevolle Hund nicht eingegriffen hätte. Man sagt, dass Katzen und Hunde niemals Freunde sein können. Aber es scheint so, als ob Archer sie alle eines Besseren belehrt hat. Denn er wurde zu einem so guten Freund und Vaterfigur, wie die 7 Kätzchen es sich nur wünschen konnten. Gib dem Video gerne einen Daumen nach oben und abonniere den Kanal. Schau dir jetzt ein Video von einem Hund an, der Sekunden mit einem einjährigen Baby alleine gelassen wurde. Was dann geschah, wird dich schockieren.